Zweimal im Jahr findet der Basar in Frankenau statt, organisiert vom Basar-Team. Lange bevor sich die Türen der Kellerwaldhalle öffneten, standen die Interessenten schon Schlange und alle Parkplätze rund um die Halle waren belegt. An 55 Tischen wurde Kinderbekleidung, Spielzeug, Kindersitze, Kinderfahrräder und vieles mehr angeboten. In der Cafeteria versorgten Mitglieder des Basar-Team die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen und Torten, Kaffee, belegten Brötchen und kalten Getränken. Der Überschuss des Basars wird an Promatasano e.V., Hilfe für Mütter mit Babys oder Kleinkindern bzw. krebskranke Schwangere, gespendet. Zweiten Basar in diesem Jahr, Jasmin und Johanna. Wieder zufrieden bis jetzt mit dem Buchungsverkehr? Super. Wir sind sehr dankbar für so viele Besucher. Wir danken jedem Einzelnen. Und es ist überwältigend, was hier los ist. Ja. Genau, auf jeden Fall. Genau, bedanken wir uns recht herzlich, dass wieder viele Besucher gekommen sind. Und unsere diesjährige Spende, wir machen uns ja immer Gedanken, an was wir spenden möchten. Und diesmal geht es an Promatasano. Die waren auch sehr dankbar dafür, dass, als die Frau Greifeld gesagt hat, wir möchten da gerne hinspenden, haben uns ein bisschen Infomaterial zukommen lassen. Genau, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also das ist eine Organisation, die unterstützen krebskranke Mütter. Wenn der Vater dann zu Hause nachhelfen muss und fällt selber ins Krankengeld oder hat Engpässe, die helfen sozial, emotional in allen Lebenslagen. Und sowas muss man unterstützen, weil die das auf ehrenamtlicher Basis machen. Das ist hier bei uns vor Ort, der Sitz ist in Wöhringhausen und Krebs geht uns alle an. Das darf immer niemand unter den Tisch kehren. Das kann uns jeden betreffen. Ja. Ja, und der nächste Basar steht wieder an. Genau, dafür haben wir am 16. Vor dem Basar. Genau, so sieht's aus. Der 16.3. ist geplant und auch da freuen wir uns wieder auf viele Verkäufer, auf viele Käufer. Genau. Ihr habt hier viele Bestandverkäufer. Ja, genau. Also die weiteste, die kommt aus Rudelsberg und die verkauft super. Die ist gerne hier bei uns vor Ort. Ja, ja, ist immer sehr zufrieden. Dann genau. Genau. Okay, ich habe noch eine Pferde. Das war die nächste Saison, dann ist nochmal aufgenommen. Ist nochmal was drauf. So, kommen wir jetzt in die Hände. Ist doch okay. Ja.
Danke euch auch. Ihr habt auch schon was gefunden, habe ich gesehen. Schuhe. Und wie war's?